Der Herzraum ist unser Herzensprojekt, in dem wir eine Begegnung schaffen wollen, füreinander, miteinander, um Dinge anzuschauen, die uns inspirieren und motivieren können, weiterzugehen, eben nicht immer nur alleine und ohne irgendjemanden, der einen mal wieder ermutigt oder motiviert, sondern gemeinsam, in einer schönen Gemeinschaft, neue Impulse leben und ausprobieren. Weil wenn man sich, jeder hat von uns schon auch Seminare besucht und nach dem Seminar ist immer wunderbar, eine Woche lang Euphorie. Und dann kommen wir wieder mehr und mehr in unseren Alltag. Und wir wollen einen Raum schaffen, in dem wir uns über lange Zeit ermutigen, dran zu bleiben an Persönlichkeitsveränderung hin zu einer Persönlichkeit, ja, die ich sein möchte. Und das Ganze möglichst umfassend, also Körper, Geist und Seele betreffend. Und wir haben dazu auch immer wieder ganz interessante Experten eingeladen, die sich genau auf einem dieser Gebiete besonders gut auskennen. Vielleicht auch deshalb, weil es oftmals ihr eigenes Thema war und sie sich deshalb so darauf spezialisiert haben, Dinge zu finden, die wirklich funktionieren, die uns wirklich ja, in die Veränderung bringen, die wir uns alle erwünschen. Ja, die Frage ist ja auch, was wird in unseren Schulen jetzt und heute unterrichtet? Da werden sehr viele Dinge über das Leben im Außen unterrichtet, aber es fehlt ein ganz entscheidender Aspekt, nämlich wie kann ich mich selbst kennenlernen und wie funktioniere ich und wie funktioniert das Leben? Und diese grundsätzlichen Lebensgesetze, das sind ein ganz großer Aspekt im Herzraum. Nämlich zu schauen, wie kann ich ja, mein Leben selbst gestalten. Denn ich bin, und das ist, beweist die moderne Quantenphysik und auch die Epigenetik, ich erschaffe mein Leben von innen nach außen. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann ertrage ich immer das, was im Außen ist und glaube, funktionieren zu müssen. Und wir wollen in diesem Herzraum viele Möglichkeiten schaffen, dass du anfängst, dein Leben immer mehr bewusst von innen nach außen gestaltest. Sei es über den Körper, sei es über ja, Meditation, also die Seele oder den Geist als Inspiration. Was kannst du Neues in dein Leben bringen? Die Herzraum-Community ist für mich ein Herzensprojekt, weil mir immer wieder auffällt, wie sehr wir Menschen in dieser schnelllebigen Zeit doch wie in so einer Art Isolation leben. Und wir verstecken uns häufig hinter Facebook, wir verstecken uns hinter unseren Profilen, auch hinter unseren tollen WhatsApp-Möglichkeiten und was es eben alles so gibt heutzutage, um ja möglichst wirklich wahrhaftigen Kontakt irgendwie doch auch zu vermeiden. Und so fällt es mir immer wieder auf, dass jeder für sich so hinprödelt und möglichst nicht das von sich zeigt, was er für vermeintlich nicht gut findet. Und ich habe das Gefühl, das wurde uns schon sehr früh beigebracht. Schon im Kindergarten werden wir verglichen, weiterhin in der Schule, dann kommen wir in ein System hinein, wo wir immer das Gefühl haben, wir müssen performen, wir müssen gut sein und möglichst nur das von uns zeigen, was wir glauben, was von anderen anerkannt ist. Und ich hätte mich oftmals wirklich danach gesehnt, so sein zu dürfen, wie ich bin. Und in dieser Gemeinschaft wollen wir die Möglichkeit bieten, dass jeder so sein darf, wie er ist und jeder für sich das nehmen kann, was ihm in diesem Moment wirklich gut tut. Wir wollen viele verschiedene Möglichkeiten anbieten, wie wir uns selbst besser finden oder mehr zu uns kommen können, wie wir mehr zu dem Menschen werden, der wir hier auf dieser Erde wirklich auch sein können und das Ganze gesünder und mit mehr Wohlgefühl in unserem Körper. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, das wie eine Art ganzheitlichen System anzubieten. Ein System, das alles darstellt, von Körper, Geist zu Seele und dort möglichst schöne Impulse weiterzugeben, die den Menschen helfen, die dir helfen können, um das für dich auszuprobieren, was dir vielleicht tatsächlich zu mehr Kontakt verhilft, zu mehr Miteinander, zu einem größeren Selbstverständnis für dich selbst auch. Das Gefühl, ja, ich darf so sein, wie ich bin. Und so wie ich bin, sind viele andere Menschen auch. Wir haben die gleichen Themen, wir haben die gleichen Sehnsüchte, wir haben die gleichen Wünsche. Uns trennt gar nicht so viel. Im Gegenteil, uns verbindet sehr viel. Und diese Verbindung, die wollen wir in diesem Herzraum darstellen. Die wollen wir in diesem Herzraum herstellen und wollen auch uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Mit all unseren Für und Widers, mit all unseren Hellen und vielleicht auch manchmal vermeintlich dunklen Seiten, mit den Seiten, die sich manchmal danach sehnen, auch angenommen zu werden, auch von anderen Menschen mal gesehen werden zu können und eben nicht immer alles alleine zu schaffen oder alleine durchhalten zu müssen, so wie mir das in der Schule schon begegnet ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin falsch und keiner versteht mich und ich muss jetzt liefern und leisten und habe mich damit oft so alleine gefühlt. Deshalb laden wir dich ein zu unserem Herzraum, da ein Teil von zu sein und dich mit einzubringen, wenn du das möchtest. Oder dir eben aus diesem großen und breiten Portfolio genau das rauszusuchen, was dir wirklich gut tut, was dir wirklich gefällt. Und dort auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die in dieser Gemeinschaft genau das Gleiche sich wünschen, wie du es dir selbst vielleicht schon lange Jahre wünschst.
Wir freuen uns auf dich.